Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe hier im BX Börsen-TV. Ja, heute mit einer Sondersendung. Vor wenigen Tagen wurden die Swiss ETF Awards für 2022 vergeben. Und dazu habe ich mir heute einen der Organisatoren eingeladen. Es ist der Geschäftsführer von Xenix, Herr Dr. Thomas, grüße dich. Hallo, guten Tag. Ja, ich habe es eingangs schon gesagt, die ETF Awards wurden vergeben. Diese wurden organisiert, zum einen von Xenix und zum anderen von Finanzen CH. Und die BXBiz durfte auch als Partner dabei sein. Ja, lieber Markus, magst du vielleicht Xenix und auch dich selber kurz vorstellen? Ja, vielen Dank, David. Mein Name ist Markus Thomas. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Xenix aus Berlin. Wir haben uns seit vielen Jahren auf ETFs als unabhängige Experten konzentriert und wir bieten seit 2019 ein qualitatives ETF-Rating an und wir haben im Sommer die Zusammenarbeit mit Finanzen CH für die Swiss ETF Awards hier aufgesetzt, weil wir glauben, dass ein Finanzportal und ein unabhängiger ETF-Spezialist gut zusammen kooperieren können, um den Anlegern noch mehr Transparenz über den ETF-Markt zu geben, der mittlerweile auch in der Schweiz über 1500 Produkte bietet. Und wir wollen jeweils pro Peer Group, pro Vergleichsgruppe mit unserem Rating und auch mit den Awards ein Zeichen setzen und diejenigen auszeichnen, die wirklich das beste Vergleichsprodukt in ihrer Peer Group hier an den Schweizer Börsen anbieten. Ja, du hast es schon gesagt, du bist mit deiner Firma der Spezialist auch für Ratings. Kannst du unseren Zuschauern vielleicht etwas näher erklären, wie entsteht so ein Rating? Welche Daten nimmst du zur Grundlage? Schaust du auch Prospekte an? Wie entsteht das Rating für die Awards? Ja, also du hast es schon angesprochen, es ist ein sehr datenintensiver Prozess und er beginnt mit der Analyse des Prospektes. Dadurch können wir auch junge ETFs, die erst ein, zwei Quartale am Markt sind, schon bewerten mit unserem Qualitätsansatz. Ansonsten gehen wir mehrstufig vor. Es ist so eine Art 360-Grad-Blick auf jeden ETF im Verhältnis zu seinem zugrunde liegenden Index. Wir schauen uns auch erst an, wie gut ist der Index, wie transparent und beispielsweise werden auch die Dividenden bei Aktienindizes in die Berechnung mit einbezogen. Das ist für uns sehr wichtig. Nach der Indexanalyse kommt dann die Analyse des ETFs. Wie transparent ist der gegenüber dem Anleger? Wie versucht er, den ETF nachzubilden? Wie genau macht er das? Und wie stabil macht er das im Zeitablauf? Weil wir bis zu 10 Jahre in der sogenannten Tracking-Differenz in unserer Bewertung berücksichtigen. Und auch ein wichtiger Aspekt ist der Börsenhandel, weil wir feststellen wollen, wie liquide, wie oft wird ein ETF gehandelt. Das ist eine sehr wichtige, ich sag mal, Entscheidungsgrundlage für private Anleger und auch ein Qualitätsmerkmal für die einzelnen ETFs. Das fließt alles datenbasiert in die Analyse mit ein und im Ergebnis können wir dann sagen, hat ein ETF einen Stern oder vielleicht sogar 5 Sterne verdient. Und wir können in jeder Peer Group feststellen, dass es Unterschiede gibt zwischen ETFs, die eher überdurchschnittlich gut sind, also 4 oder 5 Sterne haben, oder ETFs, die vielleicht auch nur 2 Sterne haben. Das bedeutet, mit unseren Sternen können Anleger feststellen, ob ein ETF eher an der Benchmark mit seinem Ergebnis hängt oder ob er deutlich zurückhängt, beziehungsweise in einzelnen Jahren vielleicht sogar deutlich schwächer abschneidet, als man das erwarten würde, aufgrund der Gesamtkostenquote, die ja so eine Art Schätzgröße ist, vorab, wie gut der ETF seinem Index nachlaufen könnte. Ja, herzlichen Dank. Das hört sich insgesamt sehr spannend an, insbesondere auch, wie die Ratings berechnet werden. Ja, und den Gewinnern auch von unserer Seite nochmal ein herzliches Glückwunsch für die Swiss ETF Awards 2022. Und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es heißt Experteninterview bei BXBiz TV. Herzlichen Dank.